Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, willkommen zu einem neuen Farmblog-Video von mir. Wir sind heute am Pflügen mit dem Case IH856XL und einem Dreischer Volltriebflug von Gwenneland. Den haben wir jetzt über den Winter repariert, also er geht wieder zu drehen, weil einige waren ja schon beim Zuckerrübenpflügen im Spätjahr dabei. Da ging er ja leider nicht mehr zu drehen. Jetzt haben wir ihn repariert, da war der Zylinder undicht. Ja, das ist dieser Pflug, der Dreischer Volltriebflug Gwenneland. Ja, das ist der 856. Ist auch nicht mehr der neueste, wird aber jeden Tag gearbeitet damit. Ja, im Vergleich zu meinem Wenski-Pflug, den ihr aus den anderen Videos kennt, hat er halt Fächerscheiben. Die haben halt folgende Aufgabe, dass sie halt den Damm, also beziehungsweise die Fahrgasse, feiner abschneiden als das beim Wenski mit den Vorschildern zum Beispiel der Fall ist. Wenn man sich gerade hier anguckt, hier ist ja so ein Damm, wie schön, dass das durch die Fächerscheiben abgeschnitten ist. Und ja, also wie gesagt, das ist hier der Pflug, also ich finde den eigentlich total geil, weil er wirklich schönes Pflugbeet hinlegt. Ja, jetzt kommen wir hier mal zum Schlepper, der ist leider nicht so schön gepflegt, ist nicht meiner. Ja, hat einen Frontlader dran, ist ein bisschen umgebaut. Ja, hier sind wir jetzt am Pflügen. Ich habe da schon angefangen mit dem Wenski. Nicht wundern, warum fragen sich viele, warum fängst du nicht unten an? Ich habe mit dem Wenski angefangen und habe vorgehabt, quasi nach unten und nach oben zu zackern. Also quasi immer außen rum zu fahren mit dem B-Pflug. Und das ist ja bei einem Volltriebflug, ich hätte jetzt auch komplett außen rum immer fahren können mit dem Pflug. Aber ich denke mal so, das Drehen ist einfacher und für mich. Ich wollte jetzt einfach mal wieder drehen und ich finde es langweilig, immer außen rum zu fahren. Ja, wir sind hier nahe der Häuser. Das ist hier Gau Angeloch. Ja, das ist der Bildstock. Ja, und ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Und ihr könnt mir ja auf YouTube Likes da lassen und ein paar Fragen stellen, wenn ihr ein paar Wünsche habt. Ich kann auch gerne irgendwann mal noch Videos machen vom Wiesenecken. Und ihr könnt mich auch was dazu fragen und ja, ich wünsche euch einen schönen Montag und ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Likes bekäme. Dankeschön, ciao!